Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Dump Raider. Und wir sind die junge Lara Croft und sind wohl auf Croft Manor. So, Daddy hat zum Essen gerufen. Unsere Helden, ob sie blutrünstig sind? Tja, das ist die Frage der Fragen. Präzision, meistens. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. So, ich weiß nicht, ob man hier großartig was machen kann. Ich denke mal, dass man sich hier einfach nur umgucken kann. Und einfach ein bisschen Geschichte erzählt bekommt. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. So, wir gucken uns einfach mal hier um im Garten. Gucken, ob wir irgendwas machen können. Ob wir was finden können. Ob es hier Rätsel gibt. Kämpfe wird es hier wohl nicht geben. Ich sehe einen Parcours, ich sehe einen Hasen. Oh, tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Mich interessiert die Arbeit, jede Publicity. Wer? Atlas? Wenn's sein muss. Okay, das ist wohl Daddy Croft, der telefoniert. Ein Brief von Winston an Dad. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Also ich will ja nichts sagen, aber für mich, für meine Augen, steht da Amelia und nicht Emilia. Aber wer guckt schon auf Details? Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Das verbotene Grab ruft. Okay, ein Wurfobjekt. Wo soll man es denn hinwerfen? Da liegt auf jeden Fall noch mehr. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Okay. Die müssen wir doch bestimmt irgendwo hinschmeißen. An eine bestimmte Stelle oder sowas.
Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. So, ich glaube, wir sind ziemlich durch hier mit diesem Parcours. Da ist noch das Krähennest. Das war's dann aber schon. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Jo. Nur wie komme ich da hoch? Na, wahrscheinlich durch Schmeißen. Denke ich mir mal. Hat nicht gereicht. Na toll. Das wird ja ganz toll, das weiß ich jetzt schon. Man kann nicht hier wieder die Rutsche hoch. Normal, oder? Macht man doch so als Kind. Huh? Also ich hab's zumindest immer gemacht. Ich bin nie die Rutsche runter, ich bin sie immer hoch. Jetzt muss ich da echt noch... Kann man da auch zielen? Ach so. Da kann man auch zielen. Langweilig. Sag's doch gleich. Zack. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Ah. Okay, reicht wohl nicht. Familienfoto. Ein Foto von unserer Reise nach Ugada. Na, dann zeig's mir mal. Wo ist es denn? Ich glaube, das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Mhm. Mexiko, Mexiko.
Nee, nicht Mexiko, oder? Nee, Uganda? Nee, ich glaube, das ist Ägypten, oder? Ägypten ist es, genau. Nicht Mexiko. Hier ist doch noch was zu entdecken, verdammt. Ich sehe es ganz genau. Ich sehe es ganz genau, dass hier was zu entdecken ist. Wahrscheinlich ist es das Foto selber. Denn die sehen aus, als wären es nur Pappaufsteller. Das ist nicht fair. Warum musste sie nur sterben? Okay. Jetzt bin ich aber durch hier. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Okay, hier geht anscheinend gar nichts. Ich habe gedacht, vielleicht kann man da hochklettern oder so. Hier vielleicht. Nope. Ja, dann kann es ja nur hier an der Seite sein. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin sucht noch einen Zugang. Ich persönlich würde sagen, die hatten einen an der Klatsche. Ein wirklich übermütiges Kind, würde ich mal sagen. Geh weg! Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr. Und denkt nicht mehr daran. Geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Okay. Ich denke mal nicht, dass man hier irgendwie so... Ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben.
dass man hier so Geheimnisse wie in den Vorgängern, also jetzt nicht von der Neuauflage von den Vorgängern, sondern in den ganz alten Spielen, da konnte man immer in Croftmanor Geheimnisse entdecken. Ich glaube nicht, dass es hier geht. Hier wird man schön durchgeleitet. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ja. Jedes normale Kind wäre da bereits schon tot. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Alles zu, nichts zu finden. Ich sag doch, hier wird man nichts finden. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ein Zitat von Chaucer: Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Okay, ich glaube, das ist doch schon die Lösung, oder? Zwei Schilde, weiße Krone und es zeigt zur Sonne. Zwei Schilde. Na, ich will mir doch den Globus hier angucken.
Geht da was? Okay, da können wir bestimmt hier irgendwie das Dach aufmachen. Ach so, nein, das ist der Kompass, natürlich. Oh, Moment. Hab's schon wieder vergessen. 30 Nord, 90 Ost. Zacki, 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 zacki. Süd. Wo ist Norden? Norden. Ich brauche Norden, bitte. Und kurbeln und kurbeln und kurbeln. Entlässt die Liebe Licht um Trost. Geschafft! Wie, das war's schon, oder was? Hier muss ich doch auch was machen. Ich muss doch hier noch die Schilde verschieben. Willst du mich verarschen? Hm, die Frage ist nur, in welche Richtung, ne? Zur Sonne. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Richtung ist, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Was muss ich denn hier oben eigentlich machen? Okay. Gehen wir erstmal hoch. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Kind? Tollkühn, geisteskrank, lebensmüde. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Und eine Streberin ist sie auch noch. So. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Hm, eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Okay, habe ich mir jetzt alles angeschaut? Hier kann man noch mal kurbeln. Die Flügel entfalten sich.
Okay. Ich stehe falsch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles mir angeschaut habe. Ich gehe noch einmal außen rum. Ich muss aber eh wieder nach unten. Den haben wir uns angeguckt. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Brief an Auftragnehmer. Ein Brief von Dad an einen Bauunternehmer. Story abgeschlossen. Okay. Wo ist der Brief? Brief an Winston. Brief an Winston. Hä? Konnte man das nicht lesen? Muss doch hier drin sein jetzt, oder nicht? Ah, hier. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Na dann. Hui. So. Hier müssen die zwei hin. Na gut. Dann wollen wir mal weiterschieben. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Okay, das heißt, ich muss hier die Leiter wieder einfahren. Und das geht, indem ich hier... Jetzt kann ich sie befreien. Das hier mache. Genau. Gut. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Richtig? Falsch, glaube ich. Scheiße. Okay, ich glaube, die muss hier in die Mitte. Na, nimmst du dir da wohl das Ding hier? Ja, ja, die muss hier in die Mitte. Okay. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst.
Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Okay, genug gequatscht. Also, dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider, wie es hier weitergeht im Dschungel mit der Lara und mit Jonah. Genau, so heißt er. Also bis dahin. Bye, bye.